Hi Leute, der Vlog-Beitrag für heute. Also, es gibt drei Themen, und zwar die Fortführung von der Landesverratsaktion gegen Netzpolitik, Kratzen-Content. Ja, mein Schatz. Ja, guck mal da, wir nehmen gerade auf. Ja, interessant, gell? Genau. Ja, also Katzen-Content gibt es, wie man sieht, natürlich auch. Man muss hier nur in den Garten gehen, dann hat man das direkt. Also Landesverrat-Aktion gegen Netzpoliten, gegen... whatever. So, puh mal aus der Kamera. Zweitens, ich finde es interessant, darüber nachzudenken, dass wenn man merkt, dass das Auto gegen die Wand fährt, dass man dann rechtzeitig versucht, Steuerungscharakter zu entwickeln. Und zwar geht es darum, dass unser Vermieter die Wohnung verkaufen will. Ja, und dann gibt es vielleicht zum Abschluss, ich mache es zum Abschluss, damit die Leute, die es nicht interessiert, obwohl es eigentlich fast jeden interessieren sollte, weil es sehr interessant ist. Ich habe heute noch mal lange in der Sonne gelegen. Ich habe mir mal Sonne gegönnt. Unglaublich, dass ich das auch mal tue. Und ich habe im Kent Beck Martin Fowler Buch noch mal weitergelesen und da gab es einen ganz interessanten Aspekt. So, zum Thema Landesverrat gegen diese Journalisten, wo ermittelt wurde. Interessant. Ich habe ja schon eine Verschwörungstheorie begonnen und es geht weiter. Ich habe ja gesagt, da kommt noch was. So, also nochmal, das Justizministerium ist ja der Arbeitgeber, also nicht der Arbeitgeber, aber der oberste Dienstherr des Generalbundesstaatsanwalts. Ja? So, das heißt, der ist weisungsgebunden. Ja? So, jetzt kommt heraus, dass bereits Mai, ja, vor 2 Monaten das Justizministerium informiert wurde, dass dieses Ermittlungsverfahren losgetreten wird. Und die haben empfohlen, es zu unterlassen. So, das Spannende daran ist, wenn das Ganze hätte nicht stattfinden sollen, hätten die nicht empfehlen müssen. Die hätten einfach nur sagen müssen, nö, Ende, aus, macht das nicht. Hat es trotzdem gemacht. Also offensichtlich gab es aus dem Justizministerium kein Nein. Es gab aber auch kein Ja. Was gab es da? Gab es da etwas? Oder wurde da extra nichts gegeben? So, das Ganze sieht mal wieder so aus, als ob da jemand ins offene Messer hineingelaufen gelassen wird. Weil ich vermute mal, dieser Staatsanwalt, der Oberstaatsanwalt, sich bei der NSU-Affäre zu weit aus dem Fenster gelehnt hat oder nicht zu weit. Und vielleicht wurde es auch unpässlich, dass er nicht in der NSA-Affäre ermittelt. Ich bin ein bisschen von der Katze abgelenkt. Also offensichtlich ist da jemand kurz vor der Rente, soll der abgesägt werden. Ich denke mal, das ist valide. Wenn er zurücktritt, kriege ich die Punkte, ne? Die Gummipunkte dafür. Ja, also es wird nicht klarer. Weil klar wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte, er hat ja das Justizministerium informiert, ja, und wenn die dann klar gesagt hätten, da gibt es rechtsstaatliche Bedenken, das ist kein Landesverrat, machen wir nicht. Dann wäre die Sache klar gewesen, aber da kam kein klares Nein. Ja. Und er wurde dann halt weiterlaufen gelassen. Warum? Schauen wir mal, was morgen in der Zeitung steht. Ich glaube, es wird aufschlussreich. So, ich wollte dann weitergehen zu diesem Auto, das auf die Wand fährt. Wenn du weißt, dass deine Hütte, in der du mietest, verkauft werden soll und in der Hütte besteht in der einen Wohnung bei der ungefähr 30 Jahre Renovierungsbedarf und die Vermieter wollen es halt abstoßen, weil sie jetzt in Rente gehen und sich aus Deutschland lösen wollen und da stört das halt alles. Diese Arbeit an dem Haus und. Ach, Moment. Hm? Ja. Muss anders. Ach, da ist ja noch jemand da. Mal hier. Schau mal, da. Und das da, das ist die hübscheste. Das ist Gitarre, aber die ist ein bisschen kamerascheu. Jetzt geht's alle gegen Hexe. Ja,
Wenn abzusehen ist, dass das Haus verkauft wird und so ein hoher Renovierungsstau ist, ist es klar, dass der neue Käufer, wenn er das Haus kauft, das entweder macht, um es selber zu nutzen. Das heißt, er wird einen Eigenbedarf anmelden. Das heißt, ich muss raus. Oder er wird keinen Eigenbedarf anmelden, sondern das Ganze sich als Wertanlage kaufen. Wenn er es als Wertanlage kaufen möchte, wäre es eine gute Idee, das Haus in einen Zustand zu überführen, in dem es Wert hat. Ein Haus, das sich Auffüllhöhe 50 cm auf 8 Meter, waren es 50, ja genau, schon mittlerweile in Richtung Straße geneigt hat, weil das Fundament hinüber ist. Also nein, da gab es keins. Das ist ja der Joke an der Sache. Das Haus neigt sich immer mehr in die Straße, in Richtung Straße. Und das Schöne an der Sache ist ja, das ist relativ sicher, weil es wird ja vom Nachbarhaus gehalten, was sich auch in Richtung Straße dadurch neigt. Und ihr müsstet die Risse, zu viel Aufwand. Auf jeden Fall, es gibt Risse ohne Ende in der Hütte. Richtig krasse Scheiße. Die kriegt, also richtig im, also nicht nur so ein bisschen so am, sondern richtig durch die Wand, tief. Richtig durch. Geklebt mit, ne? Kaugummi. Und wenn der das dann übernehmen möchte, müssen wir natürlich das Haus in einen Zustand überführen, in dem es eine Wertanlage ist. Für die nächsten N Jahre. Ist es jetzt nicht, das heißt, er muss es überführen. Geht schlecht, wenn Mieter in den Wohnungen sind. Gut. Außerdem hat mein Vermieter aus irgendwelchen Gründen auch keine Mieterhöhungen die letzten Jahre gemacht. Das heißt, dass man aufgrund von gesetzlichen Vorgaben nur einen bestimmten Prozentsatz die Miete erhöhen darf, dass der da auch unzufrieden ist. Das heißt, wenn es eine Wertanlage sein soll, ist das Beste, was man tun kann, den alten Mieter mit seiner niedrigen Miete einfach rauskegeln, damit der nächste Mieter dann eine angemessene Miete für die Hütte zahlt. Die Größe der Löcher, die ich in der einen Wohnung im Teppich habe, weil der jetzt schon, ich glaube, der hat die Beatles noch gesehen, das ist natürlich kein Wert. Insofern fühle ich mich jetzt von meiner Miete, die ich zahle, schon, das ist angemessen. Aber der nächste Käufer wird das Haus wahrscheinlich mal in einen Zustand haben wollen. Bedeutet, möglicherweise, wahrscheinlich, kann das dann sein, dass ich dann zwei Wohnungen räumen muss und umziehen muss. Und wenn man sowas in absehbarem Zeitraum weiß, vor allen Dingen, wenn man auch weiß, dass das Elternhaus in absehbarer Zeit abgestoßen wird und da auch noch Liegenschaften sind, und dann kann man sich überlegen, mache ich jetzt nichts und fahre zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft T voll gegen die Wand? Oder beginne ich jetzt was dagegen zu tun, damit ich nicht gegen die Wand fahre? Und ich finde es richtig, sich zu überlegen, wann kommt der Zeitpunkt, abschätzen. Und angemessene Größe ist jetzt so ein halbes bis ein Jahr im Voraus mal zu planen. Und das bedeutet für mich jetzt hier ein bisschen rückbauen. Sollte man sich überlegen. Also wenn Katastrophen oder schwerwiegende Veränderungen absehbar sind, sollte man rechtzeitig das Steuer in die Hand nehmen und nicht bis zum letzten Moment warten, bis es zu spät ist. Gut, ich bin seit einem halben Jahr daheim, bei meinen Eltern sowieso schon beschäftigt und noch ein paar Baustellen mehr. Egal. Anderer interessanter Punkt aus dem Buch von Kent Beck, Fowler, Planning Extreme, Kent Beck, Martin Fowler, Planning Extreme Programming. Und zwar etwas aus dem täglichen Arbeit von jemandem, der für Kunden arbeitet. Im Team. Kannst du aber auch in normalen Projekten dir überlegen. Das Problem ist, dass du für das, was du tust, also dein Kernkompetenzbereich, da bist du natürlich gut. Aber wenn der Kunde kommt und sagt, ich möchte etwas gemacht bekommen, dann gibt es zwei verschiedene Punkte. Du wirst aus deiner Kompetenz heraus versuchen, die Abläufe so zu strukturieren, dass sie für dich technisch am einfachsten zu realisieren sind, auch von den Abhängigkeiten untereinander. Und der Kunde, jetzt kommt's, der möchte das nicht so strukturieren, also er sollte es, wenn er Ahnung hat von dem, was er macht. Und falls er das nicht hat, jetzt genau ist die Stelle, ihm darauf aufmerksam zu machen. Seine Kernkompetenz ist der Businessbereich. Und damit auch zu beurteilen, welchen Wert
das, was er beauftragt hat. Und wenn man für einen Kunden arbeitet, sollte die Reihenfolge, in der Dinge gestaltet werden, für den Kunden, nicht die Reihenfolge sein, in der es technisch am besten und sinnvollsten ist, sondern die Reihenfolge, in der es für den Kunden am schnellsten und am ehesten eine finanzielle Wirkung hat. Ich sage jetzt mal nicht Gewinn, aber einen Wert für sein Gewerbe, einen Wert für seine Firma, für sein Business. Und zwar einen Wert. Meistens im Sinne von Geld, aber auch von Ressourcen, also dass zum Beispiel Arbeitsabläufe beschleunigt werden. Warum ist das so der Burner? Man guckt ja immer so gerne dahin, wo man selber ist. Das heißt, man wird immer besser darin, seine technischen Abläufe besser zu strukturieren. Super. Problem ist aber, das ist möglicherweise nicht das, was eigentlich der Kunde braucht. Und es ist auch nicht das, was der Kunde will. Auch wenn er es noch nicht weiß. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, diese Entscheidung zu treffen, was wird gemacht? In Business-Meetings oder in Planungsmeetings für die nächste Phase, die nächste Iteration in dem Prozess, das Produkt zu gestalten oder die Software. Dann muss der Kunde einbezogen werden. Und wenn es darum geht, was wird gemacht, muss der Kunde das entscheiden. Kunden stellen sich sehr gerne hin und sagen, ich möchte damit eigentlich gar nichts zu tun haben, es ist euer Job, das zu machen. Und genau das funktioniert nicht. Ein Kunde kann nicht sagen, nicht mein Ding. Nein, es ist sein Ding. Es ist ganz genau sein Ding. Und nichts anderes ist, also wessen Ding soll es sein? Ich als Softwareentwickler, woher soll ich wissen, wie in seiner Business-Domäne welcher Wert, welcher Leistung zuzuordnen ist? Welchen Mehrwert hat was, das ich für ihn schreibe? Ich weiß es doch nicht. Das muss er wissen und er muss das verantworten. Und deswegen muss er das auch klar festlegen. Und das ist das Letzte, worauf ein Softwareentwickler kommt. Ich sage das deswegen, weil ich das gesehen habe. Das ist auch ganz schnell, weil man selber natürlich weiß, wie schreibt man so eine Applikation. Und da hat man natürlich ganz schnell eine topologisch sortierte Reihenfolge von Abhängigkeiten und weiß dann dam, 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 dam. Ja, aber führt möglicherweise ins Desaster oder darin, dass der Kunde das Vertrauen verliert. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig. Weil wenn man etwas liefert, was Mehrwert für den Kunden hat, dann gewinnt der Kunde Vertrauen. Er sieht, da kommt was, weiß, da kam was und in Zukunft wird da auch wieder was kommen, weil die Jungs bringen was. Wenn man aber bis zum Schluss die Applikation so aufbaut, dass sie ganz in der Endphase überhaupt erst irgendwelche Leistungen oder Mehrwert bringt, verliert man den Kunden möglicherweise auf dem Weg dahin. Und möglicherweise verliert man auch das Projekt, weil gegen Ende des Projektes dann auch die Anforderungen vielleicht ganz andere sind. Es ist ja nicht so, dass man immer nur eine Woche, zwei an irgendwas arbeitet, sondern es kann sein, dass ein größeres Projekt, Flughäfen, Stuttgart 21, dass sich da erst ab einem bestimmten Zeitpunkt feststellt, das funktioniert so eigentlich gar nicht oder wir haben ganz andere Anforderungen. Und deswegen, klar, die Sachen in kleine Häppchen zerlegen, aber der Kunde entscheidet, was für ihn Mehrwert hat und er kann sich nicht davor drücken, auf seiner Seite zu beurteilen, was hat Mehrwert. Ich habe das nämlich auch gesehen, dass die Kunden sich gerne zurücklegen und sagen, jo, keine Ahnung, machen Sie mal. Deswegen Webseiten, ganz konkretes, gutes Beispiel für, wie es mies laufen kann. Wenn ich einen Kunden habe, für den ich eine Webseite machen soll, dann weiß dieser Kunde eigentlich gar nicht, was er da kriegt. Er weiß nicht mal, was er damit machen soll. Er hat gehört, das braucht man sowieso. Und welchen Platz das jetzt in seiner Wertschöpfungskette einnimmt, weiß er auch nicht. Wie das in seine Prozesse integriert ist, weiß er auch nicht. Machen wir halt mal eine Webseite. Das kann dabei herauskommen. Naja, mit Sicherheit etwas, was technisch gut ist, aber fragwürdig bezüglich des Wertes, den der Kunde daraus schöpfen kann. Wenn beispielsweise der Kunde eine Webseite hat, aber seine Kunden, Friseure, also wenn ich für einen Friseur eine Webseite mache, das ist das Blödeste, was ich tun kann,
weil seine Kunden von 14 bis 30 sind nicht mehr im Internet, die sind auf Facebook. Ja. Und das Sinnvollste für ihn wäre eine Facebook-Seite, weil auf der Facebook-Seite kann er mit einem Like alle Leute auf seine Seite kriegen, wie eine Newsletter, ohne Double Opt-in, alles drin, jederzeit ein Posting machen und er kann die Seite, wenn er will, mit 3 Klicks als Werbetreibender bewerben. Da bucht er einfach das Palastschrift von seinem Konto runter, sagt, okay, die Seite hier, folgende Zielgruppe, ich hätte es ganz gerne, Zielgruppe, wenn ich genau weiß, ich habe eine Zielgruppe von Frauen von 14 bis 25, denen ich die Haare schneiden will, dann habe ich im Internet alles, alles kann auf meine Werbung klicken. Aber bei Facebook weiß ich ganz genau, ich kann selektieren, so, die sollen aus Saarbrücken kommen, die sollen von mir aus noch Japanisch sprechen, kann ich alles machen. So, und wenn ich diese Werbemöglichkeiten habe und der Kunde will eigentlich, der Friseurladen, will Neukunden gewinnen und Stammkunden binden, um seine Leistungen zuzuführen, zu verkaufen. Und das kann er mit der Webseite so gar nicht. Was nutzt es ihm, wenn er einen Newsletter hat mit einem Double Opt-in auf eine Spam-E-Mail-Adresse, also eine E-Mail-Adresse, die der Anmeldende verwendet, um Spam abzuschirmen von seinem Hauptaccount, wo er nur alle 2-3 Monate überhaupt nicht draufschaut. Super, hat er nichts von. So, aber der Kunde entscheidet, diese Webseite hat für mich Mehrwert, weil er gar nicht drüber nachdenkt, weil er nicht entscheidet. Er sagt halt einfach, das macht man halt so heutzutage, man muss ja eine Webseite haben. Jo, vielleicht wäre einfach eine Facebook-Seite cleverer. Und vielleicht wäre es cleverer, sich eine Webcam hinzustellen, ein paar hundert Euro in Licht zu investieren und mit einem billigen, kostenlosen Movie-Maker-Programm alle 1-2 Wochen mal einen Beitrag zu sprechen und den dann rauszuhauen über den Facebook-Newsfeed, damit er dann auf allen Mobilgeräten, auf den Handys, weil 85% der Werbeanzeigen von Facebook werden auf Smartphones verschaltet. Punkt. Nicht mehr im Internet. 15% im Web. Ich bin vom Sockel gefallen. So, und der Kunde entscheidet, super Sache, hat aber eigentlich das völlig Falsche entschieden, weil er einfach sein Business gar nicht kennt und ist nachher unzufrieden, weil die Webseite halt scheiße ist, weil bringt ja nichts. Internet ist kacke. Und das geht aber auch noch, statt für 1500 Euro geht das auch mit 50 oder 250.000 Euro. Das ist gar kein Problem. So, und dann trifft der unmündige Kunde auf den selbstverliebten Entwickler. Der Kunde müsste seine Business-Domäne kennen, der Entwickler kann sie nicht kennen, der Entwickler kennt die technische Domäne, trifft technische Entscheidungen und der Business-Kunde trifft nicht die richtigen oder die relevanten Entscheidungen. Und das Projekt geht den Bach runter. Mit wenig gesunder Reputation für den Entwickler oder die Firma, die das macht. So, interessant. Also deswegen, weil der Kunde, der Projektpartner in der Bringpflicht ist, dass er seine Business-Domäne versteht und die Aufgaben, die er dem Entwickler gibt, der Firma gibt, die das entwickeln soll, die muss er auch bewerten können. Und das ist eine Herausforderung für die Jungs mit den Schlipsen und mit den Geodreiecks, ne? Weil wie macht ein BWLer seine Gewinnmaximierung? Mit einem Geodreieck. Ja, weil Summenzeichen ist zu komplex. Ja, also war nochmal ein Augenöffner. Dass in dem Meeting, wo es darum geht, die nächste Iteration durchzugehen, der Businesskunde die Stories sortiert nach der Reihenfolge des Mehrwertes für sein Unternehmen, für sein Business. Und nicht die Entwickler entscheiden, was am einfachsten und am besten und am schnellsten zu machen ist. Fand ich interessant. Ich bin gespannt, was ich morgen noch Interessantes in dem Buch lese. Wenn es wieder eine kleine Erleuchtung gibt, werfe ich sie gerne ein. Und wenn ich im Garten sitze, möchte ich die letzten Sekunden mit Cat-Content verbringen.